man sieht uns. Ui. Ja, safe? Ja, ja. Aber ich glaube, Kayo hat aber nochmal einen Song abgespielt. Ah, ne, er hat ihn ausgemacht. Trompeten-Solo. Okay, wie geht's euch, Freunde? Tag 1 der Edeltour mit diesem Schwein und mit diesem Schwein. Oh shit. Es wird geil, Leute, wir sind sehr hyped. Wir sind auch alle malträtiert, obwohl außer Stefan, du bist noch ganz fit. Ja, aber eigentlich bin ich auch komplett am Arsch. Kevin hat seinen verletzten Fuß, irgendwie kann ich richtig laufen. Komm mal kurz mit, Bruder. Wir haben aktuell Status Quo ist, wir sind noch richtig gefickt, was Packen angeht. Wir müssen seit 90 Minuten... Müssen du meinst eigentlich mit wir nur dich, weil wir sind beide ausgecheckt und haben unsere Koffer im Auto. Also erstmal, hier ist einfach keine Lampe. Hier ist immer übel dunkel, Bro. Richtig abfuckt. Aber das ist mein Koffer. Der geht einfach nicht zu. Hier, schau dir das an. Bruder, was ist das? Dieser Koffer ist so gefickt. Das heißt... Wir warten jetzt auf Lena, das ist das, warum wir gerade noch nicht los sind. Wir warten jetzt noch kurz auf Lena, holen einen neuen Koffer und dann geht's los. Übrigens für die Leute, die bei Reese im Chat gucken, Grüße an euch, ja, Pogchips bei Reese im Chat. Wir sind auf beiden Channels live, also schaut auch bei dem Dreh vorbei, wenn ihr Bock habt auf einen cozy Vibe. Ja. Bei mir ist der Autisten-Vibe und bei Reese ist im Chat ist der Cozy-Vibe. Stefan, was haben wir genau für Technik dabei? Wir haben verschiedene Kameras, Switcher. Wir werden die nächsten Tage so jeden Tag ein bisschen rumexperimentieren mit der Stream-Technik. Das ist halt alles so ein bisschen cracked, das Setup. Wir versuchen einfach die ganze Technik, die wir haben, zu kombinieren und halt über die Tage immer mal wieder auszuprobieren, was am geilsten kommt. Genau, wir gucken einfach mit euch zusammen, was am geilsten ist. Gleich, wenn wir bei uns ankommen im Wohnmobil, dann müssen wir erstmal eine fette Unboxing-Session. Das sind irgendwie 20 Pakete oder ja, so. Ja, im Wohnmobil haben wir ja richtig viel. Wir müssen ja unsere ganzen Sachen, die wir jetzt im Hotel und Shit haben, müssen wir auch irgendwie einräumen. Wir haben Gear von unseren Partnern bekommen. True. Wir haben Tee von unseren Partnern bekommen. True. Dazu alles später mehr. Das wird richtig geil. Ja. Aber da schon mal ein dickes Papa L in Chat und hast du ein Emote dafür? Was sagst du, wenn jemand subbt? Reese L. Hast du das? Ja, klar. Dann auch Reese L in Chat. Für unsere Partner, die hier links und eingeblendet sehen. Cool. Hat die Tür geklopft? Nee, das war... Achso, ich dachte, weil das Ding ist, wir warten ja auf Lena und wir warten Lena-Klopfer. Und wir warten eigentlich auf die Putzfrau, dass Lena-Klopfer könnte auch so sein. Lena-Klopfer könnte auch so sein. Ja, so. Ja, Entschuldigung. Das könnte Lena-Klopfer sein. Während Dominik so... So... Hallo! Weißt du, was geil ist? Wenn ein Stau kommt, sag ich auch zu dir schon, wenn ein Stau kommt, wir können einfach parken. Digga, wir haben eine Küche, Digga, wir haben einen Kühlschrank, pass auf. Wir haben eine Terrasse. Und wir fahren einfach im Stau die Markise an der Seite raus, bauen Campingstühle auf der Autobahn an und fangen einfach an zu campen. Und dann kocht einer. Das ist so geil. Und die anderen so in ihrem Auto, oh Mann. Oh, das ist so scheiße und wir nehmen das Leben dann. Und ich hab Hunger und wir so... Tja, kein Problem, wollt ihr ein bisschen Spaghetti oder so, dann laufen wir so rum wie Rotes Kreuz, verteilen die Autos. Content und Business-Idee. Ja. Wir machen ein Restaurant im Stau, jeder hat Hunger. Okay. Jeder will pissen. Ein Wasser, 1 Euro. Nee, teurer. Ein Wasser, 10 Euro. Okay, du kannst nicht. Na, wo wollen die denn sonst? Wir haben Monopol. Außer wenn einer stirbt, so kurz vor Verdurst. Es ist Monopol, Bro. Ja, okay, kannst wenn jemand pissen muss, 40 Euro. Ja gut, weil das müssen wir am Ende wieder ausleeren. Gut, die 40 Euro. 40 Euro, ja. Boom, wir machen das. Digga, Handy auf Laden, Steckdose, das würde richtig reinmachen. 100 Euro. Alles wird teurer, jede Idee, die uns neu einfällt, wird teurer. Bro, im Stau lassen wir einfach Edeltalk laufen. Junge, geil. So Leute, die letzten 10 Minuten, das war der Podcast Edeltalk. Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann machen wir so eine kleine Radioshow. Weißt du, so Web-Radio oder so. Yeah. So, als nächstes kommt Justin Timberlake mit Mirrors. Viel Spaß. Hallo Lena, ich sollte dich mal Kevin mal anrufen, der hat keine SIM-Karte mehr. Ja, okay, perfekt. Kevin, jetzt, du bist jetzt dran, 30 Sekunden ab jetzt. Okay, Lena, pass auf Folgendes. Also, wir sind bei der 500.000 Euro Frage. Die große Frage ist, wann bist du da? Ist es A in 5 Minuten, B in 10 Minuten, C in 15 Minuten oder D in 20 Minuten? Ich würde sagen eher in 50 Minuten. In 50 Minuten. Perfekt. Okay, wir müssen dann auflegen. Okay, Folgendes. Also, wir befinden uns hier. Wollen wir durch Belgien nach Paris fahren? Oh, Paris. Wer fucking sein? Ich war noch nie in Paris. Ich war einmal in Paris, aber das war halt nur... für Business-Termin mal wieder. Nee. Da war ich super jung und da war ich halt... Also eigentlich war ich auch noch nie in Paris so richtig. Wollen wir heute nach Belgien fahren und morgen nach Paris? Ja. Oh, Lena ist da. Oh.
Kann ich die Zimmernummer laut sagen? Nee, warte. Flüstern jetzt, Dominik. Plopper, danke für die 5000 Bits, Bro. Mega nice. Schweiz? Fragezeichen. Wenn ihr wollt, dass wir 4000 Euro ausgeben für Sprit innerhalb von 20 Minuten. Ja, und einmal so irgendwie eine Currywurst für 150 Euro kaufen. Mit Trüffel aus irgendeinem Grund. So. Hey, das ist der Koffer, Junge. Let's go. Edeltour Narnia. Durch den Schrank, Alter, mit dem Wohnmobil. Edeltour Atlantis. Wir suchen Atlantis. Okay. Damit wir am wenigsten ein bisschen Dystopie reinballern können. Das ist ein Rocky? Ja, das ist meiner. Ich müsste Rücksäcke tauschen, weil ich jetzt in die Backpack habe. Von Paris runter nach Marseille, dann Richtung Italien, Entschuldigung. Okay, danke für den Bro, ich dachte kurz, ich werde beknackt, als der Marseille gesagt hat. Der will mir sagen, der hat Französischunterricht. Jungs, ganz wichtig. Lukas hat eine wichtige Donau gemacht. Achtung, ihr habt eure Instagram-Bios noch nicht auf European Travel Addicts geändert. Oh, mach das, mach das. Ey, für heute ist einfach das Ziel, wir fahren heute nach Belgien. Punkt. Ja. Das ist das Ziel für heute. Hat jeder hier auch geparkt, oder? Ist schon wieder weg. Schau mal, wir haben folgendes Problem. Wenn du mal hier den Kofferraum reinfilmst, da ist alles voll. Und hier haben wir jetzt auch nicht so viel Platz. Holt mal, warte mal, wir machen deine Stell noch. Stell mal unten. Meinen in den Fußraum einfach. Meinen in den Fußraum, den flach und dann deinen drauf. Ja, ja, ja. Oha, hier ist ein kleines Nachtara drauf. Süß, ne? Süß, ja. Okay, wir machen mal Platz für den Koffer. Ja, hä? Das ist so hier dann. Perfekt, ist die doch Tasche da drauf und gut ist. Opti, Digga. Road trip. The biggest thing inside of my arms. Komm, wir müssen den Platz machen, der will rausfahren. Ey, ganz kurz, soll ich nochmal schnell vorne geradezu in diesen Bäcker gehen, der hier vor uns ist? Und uns schnell ein kleines Proviant holen? Ja, hol mal, oder? Kurz ja, ein paar ja. Drinks, kurz. Ja, jetzt stehe ich hier mitten auf der Straße. Imagine, wir stehen gleich sonst im Stau, Alter. Okay, wir stehen hier mit Warnblinker, du hast eine Minute, ab jetzt. Fun Fact, wenn ihr nach Liechtenstein kommt, könnt ihr das ganze Land in nur etwa einer halben Stunde durchfahren. Ich glaube, wenn man einfach keine Schauer durch Liechtenstein kommt, das ist super lieb. Digga, das... Lowly. Das ist bequem hier hinten auf jeden Fall. Ey, natürlich, dass ich den Platz bekommen habe. Danke für die Donos, Jungs. Ey, Jungs, es fühlt sich so... Also ich weiß nicht, ob das im Chat verständlich ist so, aber es fühlt sich so weird an, dass wir einfach heute in Belgien und morgen in Paris sind. Das klingt fucking weird einfach. Ja. Ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste... Also es war so weird, nach Köln zu fahren, weil ich wusste, wir fahren mit dem Wohnwagen rum, aber ich habe so gar keine Vorstellung im Kopf davon gehabt, dass wir einfach straight up irgendwie so in den nächsten zwei Wochen in so 10 Ländern sind oder so. Niemals warum. Ist das unser Wohnmobil? Nee. Das ist nicht unser Wohnmobil, das ist noch geiler. Geil. Wir haben und das ist hinter der Hecke da. Geil, Alter. Guck, das ist so fett. Da oben sieht dieses Ding da über dem Fahrerhaus, ne? Ja, da pennen wir. Da pennen, genau, da pennen einer und da hinten pennen. Okay. Ich will oben pennen, Alter. Ich bin so ein Hochbett-Fanatiker. Ja, wie früher als Kind. Kevin hat schon gesagt, ich penne hinten. Echt? Ja. Ach, Manu. Okay, du kannst hier, film mal das hier, das kann man filmen. Watch this. Boah. Alter, let's go. Komm, kleine Tour erstmal, oder? Oder wollen wir da erstmal ab? Oder erstmal halt die Sachen so. Nee, ich würde gerne erstmal wegfahren hier. Ja, stimmt. Und dann Koffer draußen dann einräumen und so. Ja, diese Tür hier ist komplett vercrackt. Oh, hallo. Yo, was geht? Welcome to MTV Cribs. Okay, let's load in, Digga. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir können später einräumen. Erstmal finde ich den Platz jetzt hier weg. Okay, Freunde, wir lassen euch jetzt alleine hier. Wir holen jetzt die Sachen. Stefan, kannst du mir einen Gefallen tun und meine Racks? Wo wolltest du? Juhu! Na, Harry Potter? Hallo! Freunde, das sind die Boxen, die wir bekommen haben. Damit, die schießen wir, die werden wir gleich auspacken. Ultimate Edis hat uns hier mal ordentlich zugedeckt, Alter. Was haben wir denn hier überhaupt? Boah, was ist das denn? Boah, Yo! Wer ist er? Hyper. Ich hab die hier, die ist krank laut. Und das hier, ich will es gar nicht wissen. Ey, die ist schon krass laut, meinst du? Die ist schon krass laut. Wenn Ruhestörung in ein Paket passen würde. Ja. Alter, wie Junge, wir werden so ein paar Anzeigen kassieren. Danke, Ultimate ihr Sticker. Jo. Wer ist denn er, Digga? Wer ist denn er? Am ersten Digga. Schon. Wie geil ist das denn?
Boah, Digga, die ist ja riesig. Alter Schuh. Bruder. Oh, Bro, wir werden einfach so viele Anzeigen bekommen mit diesen Boxen. Vielen Dank, Ultimate Eels, Digga. Das wird sehr, sehr geil. Habt ihr keinen, der sich mit dem Wohnmobil auskennt? Meine Freunde, was denkt ihr, was eure Aufgabe sein wird in diesem Trip? Warum soll ich nicht in der Fahrt gehen? Nee, wir haben keine Ball. Reisemobil mit Wasser zu befüllen. Okay, der Typ langweilt mich. Wir finden es einfach auf der Fahrt wir raus. Wir fahren fucking nach Belgien, Digga. Was geht ab? Belgien, seid ihr gut drauf? Belgien, 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 Belgien. Boah, okay, warte. Danke, Lena. Danke, Lena. War doch ein guter Hinweis. Dann drehen wir es noch an der Flasche ab. Auf die Fahrt. Auf Belgien. Auf die Edeltour. Die Edeltour, Teil Stefan, 1. Auf die Edeltour. Auf Edeltour. Auf Edeltour Southern Europe. Dreh lieber das Ding hier ab. Ja. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe mein Reese-Schild von der Lan hier vorne reingelegt. Sag mal, wie ein Trucker. Alter, wie Trucker, geil. Oder? Geil. Vor allem sind da immer so Namen wie so Bodo, ja. Mark und bei dir steht einfach Reese. Ist Reese unterwegs. Ich glaube, sehen tut mich nur, wenn uns hier irgendwie. Aber die Ansicht ist ja überall. Die sieht schon geil aus, ne? Ja, man das sieht schon sehr, sehr wild schon, aus, finde ich. Fenster sind zu. Tanke sind alle drei Fenster ja, zu. Ja, lass kurz Check machen. Fenster zu, Fenster zu. Alle Fenster sind zu. Ja. Aber jetzt darf nichts rumfliegen. Hier sind noch hier eine Bauchtasche. Stefan, hinten das Fenster, da sieht man ihn noch. Wir sollten. Ich meine, so sieht man ihn. Stefan hat mir gerade am Pimmel gefasst. Oh, nee. Alrighty, Trucker Reese. Setz dich rein. Trucker Reese meldet sich zum Dienst, yo. Yo, yo. Wir müssen jetzt erstmal tanken und dann den anderen Spot. Tanken erstmal. Tanken! Tanken! Oh, die erste Tankstelle. Fuck. Was denn? Können wir da manövrieren da drin? Wenn ich jetzt da reinfahre, komme ich doch nicht wieder raus, oder? Du bist hier gar kein Chat offen. Ah, doch, hier unten. Oh, Digga, mein Steuerberater hat mir heute erstmal geschrieben, dass ich noch Belege hochladen soll. Toll, aus dem Wohnmobil. Erstmal Buchhaltung. Ja, ich müsste eigentlich auch noch machen, aber ich ignoriere einfach. Fahr los! Einfach Kevin hier lassen. Dann haben wir ja niemanden mehr, der den Sprit bezahlt, Leute. Boah, geil. Darf ich den Namen vom Wi-Fi sagen? Ja, ist ja eh offensichtlich, wenn es jemand findet. Okay. Das Wi-Fi heißt Edeltour Truck. Oh, mein Gott. Edeltour Truck. Damit Leute auf der Autobahn, die neben uns im Stau stehen, auch richtig denken, wir sind... Wir sind doch. Freunde, wir sind jetzt official mit drei Routern unterwegs. Ab hier. Oh. Was ging hier jetzt? Die Cam ist nicht unterwegs. Okay, jetzt mal ganz kurz bitte. Kannst du Musik anmachen, okay. Wir müssen jetzt unseren Tisch abholen, okay? Bist du bei mir, gedanklich? Was für ein Tisch? Den wir gemietet haben. Ja, sollen wir irgendwas... Das heißt, ich muss jetzt mal überlegen kurz, wie ich hier hinpark. Ich bin ein bisschen satt. Ich hatte tatsächlich auch die Idee, mir einen Fun auszubauen und dann durch Deutschland zu fahren mit Stream. Hab das alles angefangen zu planen und jetzt macht ihr das einfach. Manu fehlt's, hat man. Was ist daran schlimm, wenn du es auch machst? Oder... Macht einfach. Und wenn schon 4000 Leute davor gemacht haben, scheißegal. Am Ende des Tages ist nicht die Idee, das, was mit es gut macht, sondern die Leute. Und Kabel, Karaoke. Ja, Leute, sehr geil. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Brüssel. Stimmt nicht? Nach Belgien. Wo genau wissen wir noch nicht, ob es Brüssel wird? Leute, wollen wir einfach mal Brüssel eingeben? Oder Antwerpen? Antwerpen ist in Belgien. Oh, Antwerpen wäre halt krass. Also müssen wir irgendwo müssen wir anpeilen. Ob wir es dann dahin fahren heute, ist eine andere Frage. Okay. Das ist eine Sache, die wir mit Chat beantworten. Also Antwerpen wäre ich ja dafür, weil es... Mach doch, Junge, Mufasa an, ihr seid doch Homies und der hat kein Label. Stefan, willst du einfach rausspringen schon mal? Ich finde hier ewig keinen Parkplatz. Fahrt bitte unbedingt nach Luxemburg, ist echt wunderschön. Und kleiner Tipp, wenn ihr nicht nach Paris fahren wollt, sondern nur dran vorbei... Mit dem Rücken auf seinem Rücken. Der kommt zurück! Hallo! Hallo! Digga, er fährt weiter zurück, ist er dumm? Ja, nee, okay, ja, der Bro. Bro, hallo! Digga, du bist. Ist der dumm, Alter? Bruder, er kommt immer weiter zurück, ist der dumm? Digga, das war kurz richtig brenzlig, Alter. Bro, das war. No joke. Pass auf, nicht, dass hinter dir einer ist. Bro, geh doch. Geh pissen jetzt. Aber in unserem? Ja. Okay. Ey, Diggi? Ja. Wie spielt man? Ja, das muss irgendwo ein Knopf sein. Da ist nur ein Knopf. Aaaaaah! Diggi, da ist kein Knopf, ich schwöre es dir. Bro, ein Hebel, irgendwas, unten an der Toilette vielleicht. Ja! Er hat's geschafft. We did it! Also mein Plan für Essen ist aktuell so, wir ballern uns erstmal auf die Autobahn. Meinst du, ich kann den Satz kurz zu Ende sagen? Auf die Autobahn Richtung Belgien. Und fahren dann eine Autobahnraststätte raus, wo es halt auch ein Mac ist oder sowas gibt. Weil ich kann mit der Karre nirgendwo in der Stadt parken, Leute.
Junge Kevin! Was ist denn das? Mach nicht mein Bett kaputt! Junge, ist das deine einzige Sorge, du Hund? Steffen hat alles! Let's go! Stefan, wir lieben dich! Stefan! Digga, immer direkt hupen, ne? Wie ungeduldig kann man die sein? Die Kamera ist gerade hinten. Halt los. Die Kamera ist gerade bei dir hinten. Ja. Halten wir gleich nochmal irgendwo an? Ja, um den Switcher uns einmal anzumachen, zumindest die Kameras. Okay, dann lassen wir sowas wie ein McDonald's finden. Also der Plan nochmal, ich glaube, das war unterbrochen. Also der Plan ist wie jetzt, wir fahren nach Belgien. Werden dann einen Tag da verbringen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ihr Bock habt, dass wir morgen, sagen wir mal so bis 17 Uhr vielleicht, einfach irgendwas machen in der Stadt. Ja, ja, so ein bisschen rumlaufen einfach. So ein bisschen uns angucken und so. Und dann geht es morgen Abend oder Nachmittag vielleicht so. Ja. Nicht allzu spät nach Paris. Ja. Und dann den nächsten Tag. Wieder, dann machen wir wieder was in Paris und genau. So. Und dann gehen wir in den Süden langsam weg. Holy shit, Digga. Ey Bruder, hier steht auch schon das Wasser über. Holy damn, ja. Junge. Ey, ich mach auch ein Fenster runter, ja? Gute Idee, ja. Holy shit! Okay, die übernächste rechts. Boah, okay. Digga, sorry. Ich werde immer müde, wenn ich hungrig bin. Stefanovic! Guck mal, das hat ihr Chat. Das ist eine astreine Geschichte. Auch hier unten auch. Ja, hier hat man so zwei Spiegel. Mhm. Wofür, also was ist der Unterschied? Ich glaube, der ist für toten Winkel. Ah, okay. Weil der guckt ja so nach hinten und den habe ich hier so für hier eingestellt. So. Ja, okay, ist gut. Yo, was geht, Digi? Was geht alles ab? Cool? Ja, man, bei euch. Was geht, Bro? Safe. Digga, es ist. Hi, so servus. Krass, echt. Bist du hier hinterher gefahren? Nee, ein Kollege hat geschrieben, dass wir hier nicht mehr abschließen. Okay. Soll ich schon eins machen, Bro? Ja, Mann. Kannst du noch wen grüßen? Ja, grüß rein. Einmal die Katis Barmi Bande. Team Taube und unserem Kegelclub Pegelkegel. Oh. Heißt es Pegelkegel, ja. Weil ich voll sauf? Unter anderem, ja. Geil. Hey Bruder, mach's gut, Digi. Schönen Tag. Mach's gut. Mach's gut, Bruder. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Danke, ciao, Digi. Oh, dann wünsche ich uns Glück, dass wir nicht gebastelt werden mit der Kamera. Danke, schön, Pablo. Ja. Oh, Digga, jetzt regnet's, oder was? Okay, Freunde. Ich geb's drum. Oh, Mann, Kitzel. Das ist nicht mein Lord. Boah, wie bequem. Achso, ey, Digga, Sen. So, Kinder, ich hab was gekocht. Oh, danke, Papa. Und solange das bei zufällig bleibt, so mehr oder weniger. Ich bin Donny Gates, Mann. Digga, wofür bezahlen die Epidemic eigentlich? Die Russen kommen in Ordnung. Was? Du, das Handy jumpt einen Meter in die Luft immer. Wir fahren jetzt einkaufen. Ja. Einkaufen. Ja. Einkaufen. Ja. Einkaufen. Ja. Du hast das Schöne dazu. Klappt dazu. Ich denke euch mal ab und zu meine Tasche, Chat. Nicht wundern, ne? So hier auf Tasche. Guck mal, ich kann durch die Tasche filmen. Der hat euch auf Tasche. Okay, ey Jungs, hier sind wirklich fun. Ja, und hier ist auch der ganze so Flaschenöffner, Dosenöffner und sowas. Dosenöffner, gut. Dosenöffner. Ja. Ich glaube eher nicht, du bist der nächste Elon Musk. Ich glaube, du bist der nächste Elon Spast. Achtung, alle Kunden, würde ich sagen. Herr Kunde, Herr Kevin Teller, bitte zur Kassenzone. Ich glaub's nicht. Herr Kevin Teller, bitte. Ich glaub's nicht, Digga. Vierlagig, oder? Was habt ihr wieder gemacht, ihr Bengel? Rein damit. Ich habe mitgedacht. Ja. Ich habe uns für heute Abend Chardonnay geholt. Krass. Oh. Alter, Alter, lass mal uns allen so einkaufen. Ja, wir machen mit Mallorca Urlaub. Oh, eine Tüte schon. Wir haben 257 Euro und 99 Cent bezahlt. Lass wieder eine Kette bauen am besten. Ja, ich stelle mich rein und räume ein. Ihr geht mir rein. Hier, Stefan. Klingt gut. Ja, warte. Oh. Das ist wirklich mit der Kornstelle. So. Ey, das sind meine Lappen. Meine Schlappen, meine ich.
Auswahl gemacht. Die Skier müssen wir irgendwo gesichert reinpacken. Danke für alle Subs auch die ganze Zeit. Ja, bei mir auch. Danke für alle Subs, Jungs. Dickes Papa L und dickes Reese L in meinen und in Dominiks Chat. Dickes Stefan L auch. Und Stefan L auch. Das ist nur N. Ey, wir haben's. We did it. Lässt sich auch verschauen. Auf nach Belgien. Auf nach Belgien. Ganz kurz an beide Leute in allen Chats hier. Die Kamera wird kurz weg sein. Wir sind in ein oder zwei oder vielleicht auch fünf Sekunden wieder da. Wir switchen jetzt auf das Professional Setup. Let's do that. Jetzt, ich muss pusten, was machen wir? Was nein, machen wir? Geht Tür, was Tür, was Tür, wir? Tür. Ja, Tür. Ja, raus mit dir, Ralf. Ihr dürft hier nicht campen. Das ist der Furzalarm. Junge, das sieht jetzt legit einfach in einem Stream irgendwie aus, als würde ich auf euch reacten. Das ist so Reaction auf euch. Reaction M. Ich wünschte, ich könnte euch noch auf Pause machen, so warte immer so die Leertaste einfach so. Der reactet da oben. Stefan da oben am Reacten, Junge. Pock! Endlich wieder on the road. Hit the road, Jack! Don't you come back no more, no more, no more, no more! Hit the road, Jack! I won't you come back no more! Sind. Oh, wir sind jetzt in Belgien. Wir sind jetzt in 500 Meter. Hoffentlich ändert das Netz sich wieder. Ey, wenn jetzt hier das Netz wieder abstürzt. Das kann passieren, Leute. Imagine. La Belgie. Okay, 500 Meter. Okay, alle müssen Bonjour sagen, wenn wir das Schild sehen. Alright, und? Bonjour. Wir sind in Belgien jetzt, Freunde. Hi. Wir sind da. Okay, wir machen, bevor wir aussteigen. Bevor wir aussteigen, machen wir einen Wir sind da Freestyle. Gute Zeit mit Stefan und Reese. Edeltour 21. Freeze, you haters. Oh, cause we playing our game. Oh. Okay. Yeah, auf dem Campingplatz in Antwerpen mit den Jungs. Und gleich rauchen wir uns dumm. Ohne Grund. Oh shit. Okay. Wir saufen jetzt einen fetten Kasten. Ihr seid alle nur am Ausrasten. Oh, weil wir alles besser machen. Oh, wir machen den Kasten wie in Indien. Gesellschaftskritik auf einmal Indien. Was geht ab? Ich bin der Mike und ich hab Chebabs am Start in meinem Wohnmobil. Stefan, Kevin und Reese und Edeltraut und Thüli und Lenki und Kublu und Gas und alles. Wir haben den Chat. Wir haben die Kids dabei! Wir haben alle Kids dabei! Wir haben Grown-Ups! Wir haben. Was Elders. Hast du? Was hast du, hä? Okay, dann lassen wir das Wohnmobil absellen, oder? Geil! Vorne. Castaway. Der erste Tier des Tages. Danke, Angelkraut, dass wir diese. Wir machen kein Social Beat. Danke, Angelkraut, dass wir mit dem Code Edel 15% auf diese Tees gespart haben. Danke. Und eine Autogrammkarte dazu bekommen haben, wo zwei heiße Typen drauf sind. Danke. Und danke für den Code Edel15 und danke für Mangotraum. In dem Sinne, auf den ersten Tag, auf den ersten Teil-Shirt. Zählt. Zählt. Ich mach mal so, gell? Ich mach mal so. Ich will nicht so viel Wasser wasten. Ja, unser Wasser ist auf 100%. Haben wir so viel Wasser? Ansonsten geh doch raus. 4 Meter von hier sind Waschbecken. Da habe ich Angst, Stefan. Ich bin auch zu diesen Klos vorhin gegangen, ne? Und dann gehe ich da so, also ich habe rechts gesehen, es gab so links so ein Häuschen und rechts so ein Häuschen, ne? Und rechts habe ich gesehen, waren halt so 5, 6 Mädels drin. Also dachte ich, okay, links wird das Männerbad-Klo-Ding sein und gehe da rein und auf einmal kommt mir da auch eine Frau entgegen. Denke so, fuck, wo bin ich hier? Habe ich gefragt, ist das a man's or women? Sagt sie so, no, it's all for also Unisex einfach. Alles für jeden, jeder Bums, wen er Bock hat. Finde ich auch eine gute Regel. Jeder Kacke, jedes Klo. Ne? Der Halb ist zum Tod. Und wir sehen uns morgen um 13 Uhr. In dem Sinne. Tschüss. Guna, guna,